Hallo Leute, schön, dass ihr mal wieder bei Renas Live dabei seid. Heute habe ich eine kleine Disney-Vorstellung, denn meine Sammlung hat sich ein kleines bisschen erweitert. Und ich habe meinem Freund eine Kleinigkeit geschenkt. Endlich darf ich darüber sprechen und wir schwafeln nicht so viel drumherum. Wir fangen einfach mal an. Und zwar habe ich mir vor kurzem, ja, sie ist sogar noch verpackt, Elliot das Schmunzelmonster gekauft. Kennt ihr vielleicht auch? Ist eine Realverfilmung mit einem, animierten Drachen. Ein total süßer Familienfilm. Habe ich schon wahnsinnig oft geguckt. Sie ist sogar noch verpackt und der Preis steht sogar auch noch drauf. 7,99 hat er gekostet bei Mediamarkt. Fand ich sehr günstig. Ich habe da oben den Code jetzt noch nicht eingelöst, denn man kann eine, Disney Channel Schneewittchen-Tasse, Tasche bekommen. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber werde ich noch einlösen. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr diesen alten Film kennt. Ich schaue mal gerade nach, ob das Jahr draufsteht, in dem der erschienen ist. Aber leider sehe ich jetzt auf Anhieb auf die Schnelle nichts. Vielleicht wisst ihr das ja. Vielleicht gucke ich auch selber mal im Internet nach. Mal gucken. Aber ja, ist ein wahnsinnig süßer Film. Den habe ich mir gekauft. Und dann natürlich ist ja auch Baymax erschienen. Kennt ihr Baymax? Baymax lief, glaube ich, Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahr im Kino. War ich mit meinem Freund auch drin. Wahnsinnig süßer, schöner Film. Geht darum, dass er hier, Hero, verliert seinen Bruder und dieser aber hat Baymax erschaffen. Eigentlich als Medizinmaschine, Roboter. Und er hier funktioniert ihn ein bisschen um. Aber ich will nicht zu viel spoilern für die, die den Film noch nicht kennen. Aber es ist ein wahnsinnig toller Film. Er hat Herz, er hat Freundschaft, er hat so viel Spannung, Spaß und Traurigkeit in einem Film. Es ist mal wieder ein super gelungener Disney-Film, wie ich finde. Ja, musste einfach in mein Regal bzw. meine Sammlung. Was ich auch klasse finde, genauso wie bei Olaf, ohne Happe Kerkelings Stimme könnte ich mir Olaf nicht vorstellen. Genauso ist es auch bei Baymax. Ohne die Stimme von Bastian Pastewka würde Baymax nicht Baymax sein. Also, ich weiß nicht. Manchmal machen die Stimmen einfach so wahnsinnig viel aus. So, dann hat mir mein Freund geschenkt Into the Woods. Den haben wir nämlich auch auf der Reise, beziehungsweise im Flugzeug, im Flieger, auf dem Weg nach Amerika ins Disney World geschaut. Ist eine Musical-Verfilmung. Also nicht erschrecken für die Leute, die diesen Film nicht kennen, aber sich vorgenommen haben, diesen Film mal zu gucken, dass da wirklich typisch Disney sehr viel gesungen wird. Also es handelt sich auch um eine Verfilmung von einem Musical. Ich frage mich, ich glaube, nehme mal an, dass das Musical, in Amerika lief. Da steht nämlich auch, wurde für 3 Oscars und 3 Golden Globes nominiert, diese Verfilmung. Ist echt wahnsinnig toll und es sind viele verschiedene Märchenfiguren. Dort ist natürlich auch Meryl Streep mit dabei, die hat auch bei Mamma Mia mitgespielt bei dem Musical in dieser Verfilmung. Johnny Depp sogar. Anna Kendrick, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, die ist nämlich von Pitch Perfect oder auch von, das ist diese hier, von Twilight. Wird wahrscheinlich nicht gerade unbekannt sein, diese junge Schauspielerin. Ja, sind auf jeden Fall viele verschiedene Schauspieler, die man halt auch kennt. Sehr toller Film, also ich fand ihn richtig klasse. Und ja. Das war meine kleine, aber feine Erweiterung zu den Filmen. Aber ich habe meinem Freund dann noch was ganz Besonderes geschenkt, nämlich, also es war in einem Aladdin-Comic, den ich jetzt blöderweise nicht greifbar habe. Hat auch mit Aladdin zu tun, denn hinter dieser süßen kleinen Aufschrift befinden sich, tada, Aladdin Musical Karten. Da geht es nächstes Jahr, Ende Januar hin.
bin sehr gespannt. Wir haben das Musical bzw. einer der Songs gesehen bei dieser Chartshow von den Disney-Songs, die vor kurzem im Fernsehen lief. Als dann endlich der Verkauf statt der Karten losgegangen ist, musste ich einfach zuschlagen, denn Aladdin ist der absolute Lieblingsfilm von meinem Freund. Und endlich gibt es dies auch in Deutschland als Musical. Es ist ja schon ein erfolgreiches Musical im Broadway in Amerika. Deswegen bin ich wahnsinnig gespannt, was die in Deutschland daraus zaubern werden. Ich war damals in Tarzan und ich muss sagen, nachdem dieses Musical fertig war, bin ich da rausgegangen und habe wirklich das Gefühl gehabt, ich war im Dschungel. Kennt ihr das? Wart ihr schon mal in Musicals? Also es war mein erstes und wow, also ich war richtig geflasht. Was ich mir gerne noch angucken würde, wäre König der Löwen. Aber Aladdin, also ich bin sehr gespannt, denn jetzt im Moment ist es ja noch so, dass die Vorbereitungen laufen, die Proben und so weiter. Und natürlich, da jetzt noch kein Publikum drin ist. Und noch ist man so gespannt, was passiert da, wie wird sich das Ganze entwickeln. Und ja, also was ich mir vorgenommen habe und wenn ihr Interesse daran habt, würde ich euch wahnsinnig gerne mitnehmen in das Musical beziehungsweise in das Ambiente, diesen ganzen Tag, dieses ganze Hamburg. Wir haben auch vor, wahrscheinlich ins Madame Tussauds oder so noch zu gehen. Wir wollen daraus einen kleinen Kurzurlaub quasi machen. Und mehr werdet ihr natürlich dann nächstes Jahr Ende Januar erfahren. Aber ihr wisst schon mal, es geht nach Hamburg ins Aladdin Musical. Und ja, hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war kurz und knapp, aber es muss ja immer nicht sehr lang sein, um vielleicht die ein oder anderen Leute, ja, so demonstrieren, ja, auf jeden Fall zu zeigen, was man sich vielleicht Neues gekauft hat, wie weit die Erweiterung ist der Sammlung. Aber was ich euch Disney-Fans natürlich nicht vorenthalten will, ist, dass bald ja auch noch verschiedene Filme rauskommen. Doch da muss ich jetzt erstmal an mein schlaues Handy, um euch das vielleicht noch nahe zu bringen, welche Filme bald erscheinen. Denn sogar am 27. August erscheint Die Coopers, Schlimmer geht immer. Es ist ein Familienfilm, eine Realverfilmung, ein Realfilm. Zum Beispiel mit Jennifer Garner spielt da mit. Ist eine süße Komödie und dann erscheint nämlich auch schon am 10. September die Cinderella-Realverfilmung, die vor kurzem erst im Kino lief. Zumindest habe ich immer das Gefühl, es würde nicht viel Zeit vergehen mittlerweile, bis die Filme als DVD erscheinen. Also am 10. September erscheint Cinderella, wird auf jeden Fall auch gekauft. Und worauf ich mich auch freue, ist, dass am 8. Oktober A World Beyond erscheint, denn ich fand den Film so, so klasse. Kennt ihr den? Wart ihr da im Kino? Schreibt sie mal gerne unten in die Kommentare rein. Das finde ich immer interessant. Ich war in Cinderella sowie auch in A World Beyond. Was ich mir nicht angeguckt habe, war die Coopers. Hat mich jetzt nicht so gepackt, mir den im Kino anzuschauen, aber als DVD werde ich ihn mir bestimmt zulegen. Typisch Disney-Fan halt. Also das sind die drei Filme, die jetzt bald erscheinen, die ich mir definitiv auch kaufen werde. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, vielleicht wisst ihr ja noch Filme von Disney, die so bald erscheinen, die man sich kaufen kann oder ja, die ihr euch zulegen möchtet. Und würde sagen, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr kein Video mehr von mir verpassen möchtet. Und wie gesagt, ich würde mich auf jeden Fall über Feedback und Kommentare freuen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!